Hey zusammen, heute gibt es ein Video über meine Manga-Sammlung. Das letzte war ja nicht so toll und deswegen habe ich es neu gedreht. Ich hoffe, dieses Mal ist es besser und ich habe mich ein bisschen kurz gehalten. Ich habe jetzt nicht jeden Manga erklärt oder so, sondern wirklich gezeigt, nur hier, das habe ich, weil sonst würde das ewig dauern und ja, viel Spaß dabei. So, hallo zusammen. Es gibt heute mal wieder ein neues Video von meiner Manga-Sammlung, da das letzte Jahr nicht so toll war. Und ja, wir fangen direkt mal bei dem kleinen Regal an. Und zwar haben wir hier die Shuba stehen. Und zwar haben wir da einmal Cherry Juice, Zaubernüsse für Natsumi, Orange Planet, Imadoki und Alice 19. Ich zeige es euch auch nochmal kurz von der Seite. Allerdings nur von einer, weil es dauert sonst alles zu lange hier. Wenn ich euch jetzt alles hier einzeln zeige. Bei Orange Planet sind übrigens auch noch tolle Postkarten mit dabei gewesen. Super süß. Okay, das ist jetzt eine blöde Seite. Ja. Okay, der Shuba ist sowieso nicht ganz so schön. Ich mag die Shuba von Nana Haruta sowieso sehr gerne. Die sind viel bunter. Die von Yuvatase sind irgendwie ja nicht so. Ist halt das Gleiche jetzt, ne? Ja, dann das Chaos-Regal, bei dem, wenn ich was öffne und raushole, mir meistens alles entgegenkommt. Fangen direkt hier oben an. Das ist Merupuri. Ja, da kommt es mir schon entgegen. Kaito Sanktai. Chu Chu Chu. Einfach Liebe. Tenjo Tench. So. Real Kiss. Und Galissen. Da steht der letzte Band da hinten in der Ecke. Schnell wieder alles reinpacken. Sonst komme ich nachher nämlich nicht mehr an mein anderes Regal. Oh ja, genau. Hier sind noch Sailor Moon VHS-Kassetten und ja, Sailor Moon CDs. Ganz wichtig, weil meine Sailor Moon Sachen sind mir ja heilig. So, weiter runter. Tokyo Mew Mew a la Mode und Tokyo Mew Mew. Peter Ten. Tsubasa Chronicle. Ja, hier oben geht's weiter mit an deiner Seite. Da hinten haben wir Otome und Someday's Dreamers. Hier haben wir noch einen an deiner Seite und Shiritsu. Dann... ja, wenn es rauskommt. Tiny Snow Fairy Sugar. Ich sage, ich habe ein eindeutiges Platzproblem in meinen Schränken. Dann Kiss and Hug. Ein Band habe ich in der Wohnung von meinem Freund und mir. Also ich muss, wie gesagt, ja immer noch alles rüberholen. Ich habe es immer noch nicht geschafft. Aber ich habe auch gar nicht so viel Platz. Ich brauche noch mehr Regale. So, dann habe ich hier... High School Queen und Mission Liebe. So. Das da auch eben schnell wieder draufpacken, wenn es geht. Ist ein bisschen blöd, dass ich das jetzt immer alles wieder zusammenpacken muss, aber ich habe so absolut keinen Platz. Ja, dahinter ist die komplette Inuyasha-Reihe. Die brauche ich jetzt hier, glaube ich, nicht alle rausholen. Also dahinter, die ganze Reihe ist mit Inuyasha vollgepflastert. Und das geht... in der untersten Reihe auch noch weiter. So, hier haben wir Love Love Mangaka und Boyfriend. Genau, hier sind auch noch Boyfriend-Bände. Ranma 1/2 habe ich leider nicht ganz vollständig. Also bis Band 12 habe ich es fortlaufend. Dann Band 18, 22 und dann ab 36 bis 38. Cardcaptor Sakura. Girls. Pushinoniki. Und Für immer mein. So, dann habe ich hier oben drauf... ja. Genau, Love Love Manga Card. Die restlichen Bände. Hier auch noch. Und Lunatic World. Die anderen Lunatic World Bände habe ich dann auch nochmal hier. Und da. So, dann habe ich hier noch hier hinten liegen. Zwei japanische Mangas. Und noch mehr Lunatic World Bände. Upsala. So. Und hier hinter ist auch erstmal noch Inuyasha. Da geht's dann los mit Love Hina. Da ist auch noch Love Hina. Da geht's dann mit Peach Girl los. Und... Peach Girl ist dann auch bis zum Ende der Reihe hier komplett.
So, jetzt muss ich das eben alles wieder reinmachen, sonst komme ich gleich nicht an mein anderes Regal. Ich sag ja, ich brauche viel mehr Platz. Mein Freund und ich haben eine relativ große Wohnung, aber alles dann darüber zu kriegen, ist dann auch immer noch so eine Sache, weil, oh, mir graut's davor, das alles einzupacken und schön zu verstauen und alles. Und ja, das wird noch, ja, sehr schön. Ja, jetzt ist wieder die Sache, ich krieg's wieder nicht alles so geregelt, wie es vorher war. Aber gut, so. Ein Regal schon mal geschafft. So, weiter geht's hier oben. Da haben wir Chrono Crusade und die Biss-Mangas. Zeige ich euch mal. Ich liebe ja die Bücher und die Mangas sind sehr schön gemacht, finde ich. Dann hier oben haben wir mein Manga-Tarot von Selina Lin. Die Kamikaze Kaito Jump Perfect Edition. Dann hier ganz viele Daisukis. Das Pray for Japan Artbook. Das Shugukara Artbook. Und das Mayu Sakai Collection Artbook. Und dahinter sind halt auch noch überall Daisukis. So. Weiter runter. Hier haben wir Sugars. Fairy Path. Das ist ein englischer Manga. Ultramaniac. Nagatsu Strawberry. Deep Sex. Und noch zwei japanische Mangas. Moment, ich muss mal eben rangreifen. Komm da raus. Ja. Genau, hier haben wir K-On!, meine Chi. Genau, die ganze Reihe ist dann Magister Lady Magi. Es geht dann halt, ja, bis da. So, dann hier ein Chibi-Manga Luxus. Dann Sandwich Prince. Ich wünschte, ich könnte fliegen. Da ist auch ein Band bei meinem Freund zu Hause, weil ich habe ein paar, die 2012 erschienen sind, mitgenommen, da ich ja noch ein Update-Video über das Jahr 2012 machen will, so meine Top 10 oder 15 Mangas, die in dem Jahr rausgekommen sind. So, dann Zauberhafte Bibi, dann Wonderful Wonderworld, die ganz normale Edition. Nochmal zwei japanische Mangas. Und The One I Love von Clamp. So, dann Bokura ga Ita. Auch einer von bei mir zu Hause. Der 16. erscheint ja auch bald, ich freue mich schon. Lovey Dovey und Devil of the Victory. So, dann Kleines Biest, Gib mir Liebe. Nochmal zwei japanische Mangas. Oh, hier ist Sugar Soldier, kommt jetzt auch bald auf Deutsch raus, da freue ich mich auch schon riesig drauf. Ich liebe ja Mayu Sakai. Noch mehr japanische Mangas, das ist alles St. Dragon Girl, die brauche ich jetzt nicht extra zeigen. Triple A und Soralock. Dann dahinter ist Scary Lessons und Prinzessin Sakura. Crash. Da geht's dann weiter mit Crash. Stardust Wing. 3, 2, 1 Liebe geht dann bis da. Und Kiss and Regret. Mistress Fortune. Selina Lin Burning Moon. Love Barish. So, noch eins runter. Hier haben wir REC, Our Journey, P Mao P, Chocolate Cosmos, Nine Puzzle, Suspect Your Secret, Handsome Girl, fehlt mir jetzt nur noch Band 8, Kobato, Mit dir bis ins Ende der Welt und Lebe deine Liebe. Lebe deine Liebe geht dann hier weiter. Dann XXMe. Und noch ein japanischer Manga, die Arena Collection, die kommt ja bald auch auf Deutsch raus. Dann Peter Pan Syndrom, Selina Lin Bye Bye Baby, 3, 2, 1 Liebe, das Diary, Random Walk, 14R, Lektion der Liebe, Kamishima Karin Chu, die englische Version. Habe ich alle bis auf Band 7, der war in Amerika auch schwer zu kriegen. Also ich war in mehreren Buchern lang, aber ich habe ihn leider nicht bekommen. INVU. Und die unterste Reihe? So, Aosora Pop, Ashiteritsu Baby. Ja, bis da geht der. Dann XXXHolic und Chubbits. Dann dahinter haben wir noch ein 3-2-1-Liebe-Fanbook.
Between the Worlds, auch einer bei mir momentan so in der Wohnung von mir und meinem Freund. Ghost Love Story und Love Trouble, Rocking Heaven und Peppermints. Dann haben wir hier The Diamond of Heart, Honey Mahoney Drops, Gossip Girl, Married Melody, Peachy Peachy Peach. Noch ein Peppermints Band, Love Cotton, Momo und Peppermint Twins und Crazy Little Cactus, Tarantaranta. So, jetzt geht es zum nächsten Regal. So, genau, erstmal hier oben Cure Rhythm und Cure Melody. So, damit man es auch schön sieht. Dann Cure Blossom und zwei Madoka Magica Figuren. Hier ist übrigens Cure Weime noch mit drauf, so süß. So, dann Dream Saga und die alte Sailor Moon Reihe. Also ich habe bis Band 13 vollständig und dann Band 18. Also mir fehlt nur noch 14 bis 17. Dann hier noch eine schöne Tüte von Disturbia. Genau, da unten noch zwei Shabbits Figuren und zwei Postkarten von Form of Sagashite. Da ist auch noch eine Shabbits Figur. Genau, da habe ich noch ein Japan-Buch. Dann habe ich hier in meiner Schublade Selina Lynn Comic-Schule. Ein paar Aufkleber. Einmal ist das von Sister Princess und von Chavez. Genau, hier sind überall Zeichnungen drin. Habe ich alles schön in Tüten gepackt und alles. Nein, da unten ist nichts. Genau. Dann hier ist mein toller Pretty Cure-Stab, meine Kimi-Doll-Figur, mein Chavez-Kartenspiel. Ist auch sehr süß. Ja, so. Meine Sailor Moon-Puppe. Ja, dann weiter runter zum nächsten. Und zwar haben wir hier, genau, erstmal das Arina Tanemura Manga-Zeichenbuch. Dann Selina Lynn The Flowering. Spicy Pink, Like Milk and Honey, Selina Lynn White Night Melody. Selina Lynn Sweet as Candy, Rhapsody in Heaven, St. Dragon Girl Miracle, St. Dragon Girl, Shinji the May Cross, auch mit den ganzen Extra-Dingern. Oh, eine kleine Fee fällt um. So, nächste Schubladen. Ja, genau, Verpackungen noch von den Figuren, Poster, Sailor Moon Fanartikel Briefpapier, dann diese ganzen Bücher, also diese zu den Filmen, die ganzen extra Bücher und die Sailor Moon Artbooks und die Fanbücher, diese ganzen Sailor Moon Sonderhefte, die es damals gab mit Basteltipps und so. Ich habe leider nicht mehr alles, ich war damals so blöd und habe ein paar Sachen weggeschmissen oder auf dem Flohmarkt verkauft und das war echt dumm. Genau, hier unten habe ich auch noch ein paar Sachen drin. Und zwar sind hier genau noch so ein Sailor Moon Buch, dann die Clamp Schachfiguren Dinger, die Peach Girl Tüte und ja, meine EMA Uhr, die gab es ja damals, man konnte ja Punkte sammeln. Ja, so, und gleich geht's mit dem nächsten Regal weiter. Das ist dieses Regal da oben.